Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fernbus Simulator. Wir beenden heute unsere Reise durch Polen. Das heißt, wir fahren heute wieder von dort los, wo die letzte Folge geendet ist. Das heißt, wir starten in Lodz und von Lodz fahren wir dann heute nochmal bis nach Warschau rein. Dort haben wir noch zwei Haltestellen offen, die haben wir noch nicht gesehen. Wir waren das letzte Mal auch schon in Warschau unterwegs, da waren wir aber bei dieser Haltestelle. Heute, wie gesagt, fahren wir die letzten zwei Haltestellen an und die letzte Haltestelle, die wir anfahren, ist dann hier der Flughafen in Warschau. Genau. Ja, Strecke sieht nicht ganz so groß aus. Ich denke mal, dass wir so ungefähr eine halbe Stunde wahrscheinlich trotzdem unterwegs sein werden. Weil die Strecke aber jetzt nicht ganz so riesig aussieht, habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach mal einen nicht ganz so großen Bus und zwar den MAN Lions Coach dritte Generation. Ist das kleinste Modell von diesem DLC-Bus, was wir hier im Spiel drin haben. Ja, die größeren Varianten haben wir schon öfters mal gefahren, aber die kurze Version glaube ich nicht ganz so häufig. Deswegen nehmen wir heute einfach nochmal den Bus hier, genau. Steuerungsmodus natürlich wieder realistisch. Kleine Info an dieser Stelle wieder so am Rande. Ich fahre mit meinem alten Logitech G25, gehört eigentlich ins Museum, so alt wie das schon ist. Funktioniert aber soweit noch gut. Man kann noch wunderbar mit Simulationen spielen oder durch die Gegend fahren und deswegen benutze ich das noch. Und Problem ist halt, es ist durch das Alter einfach ein bisschen lauter als neuere Modelle. Es kann also sein, dass wenn ich hier fleißig am Kurbeln bin, dass man das dann leise im Video brummen hört, aber nur leise. Also da bitte einfach nicht wundern. Aufnahmedatum ist der 13.06., ist also hier auf Systemzeit eingestellt, beziehungsweise Systemdatum eingestellt und die Zeit ist auch auf Systemzeit eingestellt. Da haben wir 14.12 Uhr, ich nehme also am 13.06. um 14.12 Uhr auf, genau. So. Ansonsten, Nummernschild ist angepasst, Skin würde ich jetzt einfach mal so lassen, Wetter ist auf sonnig eingestellt, würde ich sagen, Spiel starten. Oder haben wir ganz kurz den Ladebildschirm und dann sind wir gleich wieder bei unserem Bus. Liniennummer habe ich übrigens heute die 747 genommen, ich glaube, die hatten wir schon mal, aber macht ja nichts, also 747. Hauptsache, wir haben irgendeine Nummer dastehen, ist besser als 000. Genau, und ja, wenn wir den Ladebildschirm überstanden haben, laufen wir wie immer erstmal einmal um unseren Bus herum, schauen uns den nochmal von außen an und dann laufen wir auch einmal innen durch und dann machen wir alles startklar, schalten wir alles an und dann legen wir auch schon los. Genau, so ist der Plan wie immer. Da geht schon das Tor im Hintergrund auf, beziehungsweise schon wieder zu, weil ich weggelaufen bin. Ja, das ist also heute unser Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sein werden. Ich finde ihn schön, ich mag ihn. Ja, ich finde sehr modernes Design, sieht sehr hübsch aus. Kann man schon machen, kann man schon machen, gut. Dann schauen wir uns den Bus auch nochmal von innen an. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht so wirklich meckern. Sieht auch soweit alles ordentlich und sauber aus. Genau, dann aktivieren wir mal die Zielanzeige. Da sieht man nochmal die 747 und unser Ziel Warschau. Genau, dann einmal die Zündung aktivieren, Motor anschmeißen und genau, Klimaanlage aktivieren. Auf eine ordentliche Temperatur einstellen, ganz wichtig. Wir gehen mal so auf 22 Grad, wird schon passen. Dann ganz wichtig, WLAN, sonst drehen alle durch im Bus. Was auch wichtig ist, gerade mal Tür zu machen, dann haben wir es nämlich ein bisschen leiser. Wunderbar. Genau, Fahrgastmonitor ist nicht schlecht, dann WC ist nicht schlecht, Küchenfreigabe ist nicht schlecht und genau. Ja, dann sollten alle Fahrgäste eigentlich soweit dann zufrieden mit sein und wir können loslegen, oder? Jetzt muss ich aber gerade erstmal wieder zum Folgenbeginn einmal das Gaspedal durchtreten und einmal die Bremse komplett, dass es richtig kalibriert ist alles. Bei meinem alten Lenkrad ist es halt leider noch so, so funktioniert es dann am besten. Dann können wir die Feststellbremse lösen, Gang rein und let's go. Gucken jetzt erstmal, glaube ich, nochmal ganz kurz auf die Map und schauen nach, ob das korrekt ist, was unsere Map anzeigt. Genau, Lodz war ja hier so, wir sind hier runtergefahren. Genau, das war so. Dann müssen wir dann nachher durch und dann wieder so rum zurück. Okay, okay. Scheint zu passen. Alles klar. Dann können wir dem Navi einfach mal trauen und folgen dem einfach mal. Genau. So, wollen wir hoffen, dass wir hier heute gut durchkommen, dass das alles mit dem Fahrzeugverkehr hier funktioniert und klappt. Wir keinerlei Pannen, Unfälle und Katastrophen hier haben. Man weiß es ja nie so genau. Hoffen wir auch, dass wir ordentlich durch die Städte durchkommen. Weiß man im Fernbus-Simulator nie so genau. Drücken wir einfach mal die Daumen alle. Genau. Ich denke mal, hier Lodz wird wahrscheinlich weniger ein Problem. Eher dann vielleicht Warschau. Gerade wenn wir vielleicht Richtung Flughafen fahren. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie das da aufgebaut ist. Auf jeden Fall sieht es da nach sehr vielen Kreuzungen und Straßen aus. Also müssen wir da mal gucken, wie wir durchkommen. Ja, gerade erstmal wieder so ein bisschen hier an Reisebusfahren gewöhnen.
Ausnahme ist heute mal, normalerweise nehme ich immer erst The Bus auf fürs Wochenende und dann direkt im Anschluss den Fernbus-Simulator, wenn ich das Lenkrad schon aufgebaut habe. Heute habe ich irgendwie mich mal für Fernbus-Simulator entschieden, dass ich damit anfange. Komplett ungewohnt. Heute habe ich mir gedacht, komm, gewöhnt sich erstmal ans Reisebusfahren. Den ganz normalen Solo-Busfahren oder Gelenkbusfahren kriegen wir dann schon hin. Danach in The Bus. Mal schauen, vielleicht nehme ich The Bus auch erst morgen auf. Mal gucken. Ja. Komplett wirre Reihenfolge. Jetzt sehe ich natürlich die Ampel wieder überhaupt nicht. Oder doch, es geht. Es geht. Also wenn es grün wird, müssten wir es auf jeden Fall sehen. Hat da gerade jemand die Lampe umgefahren? Ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor dem KI-Verkehr. Die Polizei schiebt die Lampe... Ja, ordentlich. Die haben einfach die Lampe an die Seite geschoben. Oh, die Fußgängerampel wurde auch umgemäht. Au. Okay, da kriege ich schon wieder so ein bisschen Bedenken heute mit der KI. Wenn das schon jetzt so losgeht... kann nur schief gehen. Na gut. Hoffen wir mal, dass die Ampel gleich mal grün wird, dass wir auch weiterkommen. Genau, jetzt wird's grün. Ich bin mal gespannt, ob wir später in Warschau es schaffen, unsere Ansage von einer Haltestelle zur nächsten laufen zu lassen. Es ist nämlich nicht viel Abstand so an sich. Bin ich mal gespannt. Ja, wir müssen hier runterfahren. Haben wir in der letzten Folge festgestellt. Somit fahren wir auch einfach mal runter. Finde ich ja total interessant, wenn diese Bushaltestellen so aufgebaut sind, irgendwie so speziell, sowas ganz Besonderes. Habe ich in der Realität bis jetzt noch nicht gesehen. Ich muss mal ein bisschen mehr rumreisen mit dem Bus, glaube ich. Aber mit dem eigenen PKW durch die Gegend fahren ist halt doch irgendwie angenehmer. Was ich halt, wenn ich mal weite Strecken oder so reise, dann tue ich auch immer so ein bisschen gucken, ja, würde sich jetzt vielleicht mehr Bahnfahren lohnen oder doch lieber mit dem PKW. Im Grunde genommen ist man aber halt doch irgendwie besser mit dem eigenen PKW aufgestellt, als wenn man auf die Bahn angewiesen ist, weil man nie so genau weiß, ja, gibt es da wieder Probleme, passt das Wetter nicht, im Winter ist es zu kalt, im Sommer zu warm, im Herbst zu nass. Im Frühling vielleicht auch. Ja, weiß man nicht so genau, aus welchem Grund die Bahn wieder ausfällt. Ja, ist ein bisschen mit dem eigenen PKW natürlich besser dran. Aber an sich, auch damals, als ich oft nach Hamburg bin oder so, da bin ich auch mit dem Zug gefahren. Und habe auch eigentlich immer Glück gehabt mit meinem Zug nach Hamburg. Das hat soweit funktioniert. Aber als ich am Bahnhof in Fulda stand, wurde auf einer Zielanzeige angezeigt, dass ein ICE, der dann auch eingefahren ist, 15 Stunden Verspätung hatte. Wenn du natürlich 15 Stunden lang auf deinen Zug warten musst, ich glaube, da hast du keine Freuden beim Reisen. Das ist schon eine harte Hausnummer, aber gut. Falsche Taste. Wir müssen erstmal hier unser Handy aktivieren, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, beziehungsweise einschalten. Nicht den Blinker, sondern wir steigen aus. Genau. Erstmal die Gepäckfächer aufmachen, beziehungsweise das eine, und dann checken wir die ganzen Leute mal. So, unser Handy hat schon wieder vergessen, dass wir uns angemeldet haben. Sie möchte nach Warschau, da müssen wir zum W. Ganz hier unten, das ist gerade wieder extrem laut durch den Busmotor. Aber ich will den halt nicht ausschalten, der ist jetzt nicht mal warm gelaufen. Lass mal einfach blubbern. Mahlzeit. Grüezi. Moin. Dass sie alle das Ticket kaufen. Habt ihr noch nie was vom Internet gehört? Beziehungsweise von zu Hause. Tickets kaufen, drucken, keine Ahnung, aufs Handy laden. Ganz viele Möglichkeiten. Naja, es gibt halt auch viele Menschen, die sind mit dem Internet überfordert. Ich habe auch so einen Fall in der Familie. Mein Vater. Ach, ja. Kannst du mal eine E-Mail für mich schreiben? Da geht's dann schon immer los. Also denk, ja, beschäftig dich doch mal damit. Ist doch gar nicht so schwer. Du hast deine Anmeldedaten, du hast dein Passwort. Geh auf neue E-Mail schreiben, tipp die andere E-Mail ein von dem anderen und schreib deinen Text da unten hin. Fertig ist. Kannst ein Thema erklären. Will er irgendwie nicht lernen? Hat er kein Interesse dran? Dann muss ich halt immer jedes Mal, wenn irgendeine Kleinigkeit ist, eine E-Mail für ihn schreiben. Ist manchmal kompliziert. Oder ja, ich hätte gern die App auf dem Handy. Kannst du die mir mal draufladen?
ja, das macht man so, so, so. Probier es doch einfach mal selber aus, ob du es hinkriegst. Ich gucke auch zu, wenn du was falsch machst, sage ich es dir. Dann zeigst du ihm das einmal, beim nächsten Mal weiß er schon wieder nicht mehr. Katastrophe. So, 14.15 Uhr sollen wir los. Aber gut, jeder von uns wird mal alt. Aber er wehrt sich halt auch irgendwie total so gegen die neue Technik. Er hat sich auch extrem lange gegen ein Smartphone gewehrt, ja. Und jetzt WhatsApp ist er nur noch am Rumschreiben quasi die ganze Zeit. Ja, und Bilder verschicken und. Aber vorher Hauptsache erstmal dagegen gewehrt. Ja, ist irgendwie ein bisschen traurig. Oder Computer. Wie erstellt man einen neuen Ordner? wenn er irgendwas im Internet runterlädt und speichert, dann landet das alles auf dem Desktop. Habe ich so eingestellt, weil da muss er nicht immer den Downloads-Ordner suchen. Und irgendwann ist es halt dann alles voll auf dem Desktop und dann heißt immer, kannst du mir mal die Sachen wieder sortieren? Auch denke, guck doch einfach mal selber. Aber gut, man macht's halt alles für die Familie. Man hilft ja gerne. Aber das sind halt so Sachen, wo ich so denke, ja, beschäftige dich doch einfach mal ein bisschen damit. Es ist doch gar nicht so schwer. Es ist doch gar nicht so extrem schwer. Naja, so ist es halt. Wir werden alle mal alt, vielleicht in ein paar Jahren. Wer weiß, ob ich da noch mitkomme. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. So den einen oder anderen Trend lasse ich ja auch an mir vorbeiziehen. Was heißt vorbeiziehen? Ich habe noch keine VR-Brille. Ja, habe keine Erfahrung mit, noch nie aufgehabt, weiß ich nicht. Zieht an mir vorbei. Aber ich wäre jetzt nicht davon abgeneigt, das irgendwie mal auszuprobieren und zu testen. Ja, so Sachen zum Beispiel. Aber ansonsten. Oder ein knickbares Handy-Display. Habe ich auch noch nicht gehabt, aber da verpasse ich auch nichts. Ist ja im Grunde genommen die gleiche Technik im Handy drin. Außer halt ein anderes Material außen. Aber mein Vater wehrt sich halt zum Beispiel komplett gegen alles Neue, Moderne. Erstmal. Auch Internet damals. Auch bis wir das erste Internet hatten und den ersten Computer. Was wir da als Kinder rummeckern mussten oder rumbetteln mussten. Ja, aber wir als Kinder haben nichts erreicht. Aber dann einer von seinen Fußballkollegen damals, der hatte, beziehungsweise der war so Computerspezialist, der hat meinen Vater dann irgendwann mal überredet, dass er doch mal so einen Internetvertrag abschließen soll und Computer sich holen soll und so weiter und so fort. Hat lauter Vorteile, kann man lauter tolle Dinge mitmachen. Und dann haben wir erst irgendwann Internet bekommen. Wir hatten zwar auch ganz früher ganz alte Computer, aber mit denen konntest du halt nichts wirklich anfangen, außer ein Word-Dokument schreiben. Ja, Windows, was war das, 98 oder was da drauf war, keine Ahnung. Hatte nichts mit moderneren Sachen zu tun, mit Internet und so weiter. Ich müsste gerade mal die Spur wechseln, würde gerne hinter dem LKW reinfahren, vielleicht lässt mich die Polizei ja reinfahren. Ja, das ist aber nett. Wir haben gar keine andere Wahl gehabt. Ja, meine Oma ist da genauso. Ich meine, ich kann es auch irgendwie ein bisschen verstehen, dass man sagt, man hat es 80 Jahre lang nicht gebraucht, sowas. Also brauchen wir es jetzt die letzten paar Jahre auch nicht mehr, die man hier auf dem Planeten hat. So ist quasi die Einstellung von meiner Oma, was das betrifft. Da springe ich halt dann auch immer. Aber meine Oma schreibt halt auch keine E-Mails mehr oder sowas. Bei ihr war es dann halt eher so allgemeines Thema Handy. Ja, wo man dann gesagt hat, du kannst nicht mehr ganz so gut laufen. Ja, du bist vor ein paar Jahren böse gestürzt, mit dem Kopf an eine Mauer geknallt. Man hat dich zum Glück da gefunden. Weißt du, muss ja nicht sein, dass du jetzt irgendwie draußen dann noch spazieren gehst. Es passiert was und du bist vielleicht noch bei Bewusstsein, kannst dich aber nicht mehr hinstellen oder was weiß ich. Dann kannst du wenigstens jemand übers Handy anrufen und Hilfe rufen. Ja, muss man ein bisschen auf sie einreden, bis sie dann gesagt hat, joa, komm, besorgt mir halt mal so ein Seniorenhandy und gut ist. Wobei ich halt persönlich sagen muss, ich finde diese Seniorenhandys, die sind einfach der letzte Rotz. Also um es einfach mal knallhart rauszusagen. Die sind einfach wirklich kacke. Und dadurch, dass sie auch so kacke funktionieren und sich irgendwie keiner mit der Software von diesen Dingern beschäftigt und was weiß ich, das alles nur hingeklatscht ist, aber Hauptsache einen ordentlichen Preis für verlangt, nur weil das Ding fette Tasten hat und Schnellwahltasten. Es ist einfach Schrott. Es ist einfach Schrott. Mein Opa hatte damals, ich durfte ihn keins raussuchen, beziehungsweise er hat sich da was bestellt gehabt selber. Und das war auch so ein Seniorenhandy. Also Katastrophe. Ja, die Einstellungen wurden stellenweise nicht gespeichert. Das hat nicht funktioniert. Der Ton, eine Katastrophe. Ja, wirklich eine Katastrophe. Das Ding hat einen SOS-Schalter gehabt, eine Taschenlampe hinten dran und so weiter. Also alles, was jedes normale Smartphone auch hätte. Und war einfach eine komplette Katastrophe. Der Display komplett schlecht. Ich meine, klar, seine Augen waren eh nicht mehr die besten, aber trotzdem, da ist es doch besser, wenn das Handy das scharf darstellen kann, als auch noch irgendwie verschwommen oder verpixelt oder. War schon eine reine Katastrophe. Ja, meine Oma wollte jetzt ein anderes haben, wenn sie schon ein Handy kriegt. Dann haben wir bei ihr bei einem sehr großen Elektrofachmarkt geguckt, was es so an Seniorenhandys gibt, weil Smartphones wollte sie kein. Sie wollte, wenn schon, wirklich ein Seniorenhandy haben mit fetten Tasten wieder,
Notwahltasten, also so Schnellwahltasten und so weiter. Ist ja auch okay, wenn sie das haben wollte, haben wir sowas rausgesucht und haben da das beste Modell genommen, was sie da haben. Und ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, 60, 70, 80 Euro, irgendwas sowas in dem Dreh. Und einfach so schlecht das Ding. Also so schlecht. Du stellst Lautstärken ein, die werden dann nicht übernommen. Oder beziehungsweise du hast dann irgendwie für alle möglichen Sachen auch Lautstärkeneinstellungen. Dann speicherst du die. Dann gehst du nochmal drauf, hat sich übernommen. Speicherst du es 10 Mal, wenn du Glück hast, wird es beim 10. Mal gespeichert. Wenn du Pech hast, ist es beim nächsten Mal dann zwar in den Einstellungen übernommen worden, aber die Lautstärke an sich nicht. Die ist dann trotzdem noch genauso laut wie vorher. Ja, lauter so Sachen, wo du dich mit rumärgerst, wo du dann so denkst, ja, nö. Und dann wundert es mich nicht, dass meine Oma sagt, jo, Handys sind doch kacke, die braucht man doch gar nicht. Würde es nach mir gehen, hätte ich gesagt gehabt, komm, wir besorgen dir einfach, irgendwie ist hier die Beschilderung falsch. Beschilderung ist falsch mit den Markierungen auf dem Boden. Egal. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich gesagt, komm, wir besorgen dir einfach irgendein Smartphone, irgendwas mit Touchbildschirm. Kann man ja auch alle Symbole groß einstellen. Zum Beispiel mein Vater hat auch ein normales Smartphone. Haben wir auch, weil er auch nicht mehr die besten Augen hat, haben wir auch alle Symbole auf komplett groß gestellt. Ja, also wenn du das Ding siehst, da siehst du nur noch so ein, zwei Symbole quasi drauf, wenn du das Handy entsperrst, weil es so groß eingestellt ist. Oder auch WhatsApp-Nachricht, du siehst immer nur eine Nachricht angezeigt. Ja, der Rest ist ausgeblendet, weil einfach die Nachrichten so groß dargestellt werden. Aber das kann man ja perfekt einrichten quasi. Ja, und ich finde, und diese Senioren-Handys, die haben ja alle keinen Touch. Oder beziehungsweise die wir da zur Auswahl hatten. Oder wenn man auch im Internet guckt, Senioren-Handys extra. Die haben keinen Touch, oder jedenfalls nicht die ich gefunden hatte. Vielleicht hat sich jetzt da was geändert und die haben vielleicht mal Touch, aber gut. Und ich finde, es gibt halt nichts Einfaches, als wenn du einfach auf das tippst, was du haben möchtest. Und ich glaube, das ist auch was du schneller älteren Menschen erklären kannst, die sich dagegen eigentlich wehren, als denen zu sagen, jo, wenn du in das Menü möchtest, musst du einmal die Mitte drücken, dann den Taster links oben, dann das, dann das, dann das. Also das ist, glaube ich, viel komplizierter, als wenn man einfach sagt, jo, wenn du das zum Beispiel jemanden anrufen möchtest, dann musst du einfach auf den Hörer tippen. Ja? Und wenn du da zurück willst, musst du einfach einmal die Mitte antippen. Ja? Und wenn du dann wieder den Hörer haben möchtest, einfach wieder das antippen. Ja? Ist viel einfacher, finde ich persönlich, erklärt, als halt, ja, wenn du jemanden anrufen möchtest, musst du einmal nach unten drücken. Da ist das Telefonbuch. Wenn du dann im Telefonbuch bist, musst du da dann 10 Mal nach unten drücken. Wenn du dann jemanden rausgesucht hast, musst du einmal die linke Taste oben drücken. Ja, dann kriegst du da den Kontakt angezeigt. Und wenn du das dann haben möchtest, musst du dann den grünen Hörer drücken. Wenn du da die passende Nummer dann ausgewählt hast unter dem Kontakt. Ja, das ist, finde ich persönlich, 1000 Mal komplizierter, jemanden beizubringen, der sich gegen sowas ein bisschen wehrt oder einfach vielleicht zu alt ist und das einfach nicht mehr lernen möchte oder keine Ahnung, oder nicht mehr lernen kann. Kann ja auch sein. Ich persönlich finde halt wirklich, irgendein günstiges Smartphone genommen, ja, für 100 Euro kriegst du auch schon was, ja, in den Dreh rum, kostet nicht viel mehr als so ein Seniorenhandy und du kannst damit halt alles anfangen. Ja, und ich glaube, du brauchst da auch keine Angst haben, dass irgendjemand dann da außerdem ins Internet kommt. Ist ja nicht mehr so wie früher. Ganz früher war es ja so, wenn du außerdem mit deinem alten Handy aufs Internet-Symbol gekommen bist, hast du ja Panik gekriegt. Dann liebst du das Handy genommen, Akku raus und so weiter, dann erstmal in die Ecke geschmissen, hast dir gedacht, oh Gott, mein ganzes Guthaben von der Prepaid-Karte ist weg. Ja, jeder kennt, glaube ich, dieses Gefühl, der ein bisschen älter ist. Und ja, das war halt früher so. Internet-Symbol hat immer sofort deine Prepaid-Karte leer gemacht, wenn du Pech hattest, wenn du aus Versehen draufgekommen bist. Aber bei so Smartphones, zum Beispiel für meine Oma, könnte man ja einfach das Internet komplett deaktivieren. Machst du WLAN aus, machst du alles aus, ja, mobiles Netz einfach aus. Oder beziehungsweise, ich habe mir eine Prepaid-Karte besorgt, da könntest du dir auch für 1 Euro im Monat oder 2 Euro im Monat, könntest du da auch einen Internetvertrag mit dazu nehmen. Ja, dann hat sie 1, 2 Euro Kosten im Monat und sie kann aufs Internet draufgehen und vielleicht auch WhatsApp benutzen und kann da Bilder sich schicken lassen oder keine Ahnung. Ja, also ich glaube, wenn man da sowas da hätte, ich glaube, dass meine Oma da sogar Spaß dran finden würde, wenn man ihr dann ab und zu mal Bilder schickt, ja. Oder gerade mal sagt, wo man gerade ist, einfach mal schreibt und so weiter, weil man möchte ja nicht irgendwie immer anrufen oder. So könntest du einfach viel schöner Kontakt halten. Viel zeitgemäßer, sagen wir es mal so. Und sie hätte ja nichts zu befürchten, in dem Sinne. Ich glaube, also ich persönlich glaube, sowas wäre viel einfacher. Nur ich konnte halt nicht überzeugen, dass sie sowas mit Touch kriegt und so weiter. Aber ich glaube, es wäre viel einfacher zu verstehen. Und wenn sie dann Spaß dran hätte, wie gesagt, könnte man ja auch sowas wie WhatsApp dann mal so bringen und sagen, jo, da kann man dir schön Bilder schicken, wenn man mal unterwegs ist oder.
Ja, schickt einfach mal einen Standort, kannst dir angucken, wo man gerade ist. Ja, naja, so war mein Opa, hat sich dagegen gewehrt, so war meine Oma, oder so ist meine Oma, lebt ja noch, gerade falsch ausgedrückt, Entschuldigung, bin auch froh, dass sie noch lebt. Und ja, aber ich glaube, das wäre halt einfacher. Mein Vater war damals auch so, Smartphone, Touchbildschirm, braucht man nicht. Man hat ein Handy, wenn man was will, kann, wow, es wütet. Was war denn hier los? Hilfe! Wir wurden von einem fliegenden Tannenbaum getroffen. Der Weihnachtsmann schmeißt mit Bäumen. Jemand verletzt? Alles gut? Hat jemand einen Baum irgendwie über den Schädel gezogen bekommen? Nö, sieht ganz gut aus. Da konnte ich jetzt auch nichts machen. Oh Gott, da sind noch ein paar Bäume. Nicht, dass die auch gleich losfliegen, wenn ich näher gefahren komme. Oh. Liebes TML-Team, da stimmt was nicht. Irgendwas ist da falsch. Sagt es mal euren Testern, die sollen mal die Augen aufmachen. Oh Mann, wir finden hier ständig Fehler. Das ist doch nicht mehr schön, das kann doch nicht sein. Aber der war jetzt neu. Also, dass mir hier Bäume entgegengeflogen kommen, nicht schlecht. Ja, naja. Wie gesagt, das mit dem Handy ist und so weiter. Mittlerweile, mein Vater kann auch ohne Handy, ohne Smartphone nicht mehr das Haus verlassen. Du kriegst jeden Tag ständig Bilder geschickt. Ja, mittlerweile hängt er nur noch an dem Teil dran. Läuft nur durch die Gegend, zeigt irgendjemanden irgendwelche Bilder. Es ist irgendwie, er hat sein Hobby jetzt gefunden, sagen wir es mal so. Könnte sich das auch nicht mehr ohne vorstellen, aber erstmal halt dagegen gewehrt. So, grüne Ampel. Ich habe jetzt gar nicht die Ansage laufen lassen, fällt mir gerade ein. Herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Können wir mal schauen, wo wir überhaupt gerade sind? Irgendwie fühlt sich so an, als hätten wir uns derbe verfahren, aber nö, auch passt. Bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Ich bin mal wieder ruhig in der Zeit. Fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we sent you by email to give us feedback about your journey.
You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Jo, wir haben die Ansage wieder geschafft. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht. Die Folge geht jetzt schon 25 Minuten lang. Wir haben es gerade mal in 25 Minuten geschafft, das Spiel so weit einzustellen und haben es geschafft, in 25 Minuten aus Lotz rauszukommen. Wie krass ist das denn? Ich habe eigentlich gedacht, wir brauchen für die komplette Folge nur so ungefähr eine halbe Stunde. Wahnsinn. Naja. Ist auch schön, ist auch schön. Habe ich nichts dagegen. Ich habe nur halt mit einer kürzeren Folgenlänge gerechnet. Aber gut. Ja. Ja, vielleicht kennt ihr ja auch so Personen in eurem Familienkreis, die sich so ein bisschen gegen alles Neue, Moderne wehren. Ich bin mal gespannt, ob ich auch irgendwann mal so werde und sage, nö, neuer Scheißdreck brauchen wir nicht. Wir haben 50 Jahre ohne das Zeug überstanden. Aber das kann man sich heute irgendwie auch gar nicht mehr vorstellen. Früher als Kinder, wir hatten kein Handy dabei. Ja, oder die Eltern hatten auch kein Handy. Man war nicht immer erreichbar. Okay, der lässt mich nicht rausfahren. Dann bremsen wir halt doch mal ab. Das könnte man, heutzutage, wenn du heutzutage ohne Handy rausgehst, oder ohne Smartphone, ihr wisst, was ich meine, aber ich sage einfach Handy dazu, das ist ein kürzeres Wort. Dann fährt man stellenweise wieder nach Hause. Dazu hat mein Arbeitskollege auch das eine oder andere Mal gemacht, wenn er sein Handy vergessen hatte. Erstmal abgestempelt, wieder auf der Arbeit nach Hause gefahren, Handy geholt, dann wieder zurückgekommen, weitergearbeitet. Ja, man fühlt sich nackt. So hat sich das mittlerweile irgendwie schon so ins Leben integriert. Man richtet ja sowieso meistens nur irgendwie sein Leben nach dem Handy. Es ist ja irgendwie schlimm. Ja, mein Akku ist leer, heute Abend kann ich nicht mehr rausgehen, sorry. Man geht ohne Handy irgendwie nicht mehr raus. Also ich kenne wenige Menschen, die nicht ihr Smartphone dabei haben. Eigentlich kenne ich niemanden. Haben alle immer ihr Handy dabei und alle zwei Sekunden in der Hand. Ob das halt so positiv ist, weiß man nicht so genau. Das wird man bestimmt auch merken an der Haltung vom Menschen, dass sich das vielleicht über Generationen, dass der Rücken vielleicht noch krummer wird oder keine Ahnung, der Nacken vielleicht anders, kann ich mir vorstellen, dass sich das alles ein bisschen vielleicht dann verformt, weil du halt meistens mit deinem Kopf nach unten irgendwie dann dastehst. Wer weiß. Was ich letztens so schockierend fand, ich hatte ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, auf jeden Fall war das, ich glaube auf TikTok war das irgendein Video. Da habe ich gesehen, dass wenn man anscheinend oft auch ein Headset trägt, dass der Kopf oder die Kopfform sich richtig verformt. Da kriegst du so richtig so eine Delle in der Birne oben. Finde ich krass. Also, ich meine jetzt nicht die Haare, dass du dann in deiner Frisur so einen Knick drin hast oder so eine Welle drin hast, sondern dass der Schädel sich tatsächlich dann da verformt, wo das Headset aufliegt. Kriegst du so richtig so eine Welle da rein in deine Schädelplatte. Wenn du das täglich anscheinend mehrere Stunden trägst. Keine Ahnung. Aber das fand ich krass. Das fand ich krass. Aber klar, wenn du da die ganze Zeit irgendwie Gewicht drauf hast, kann schon sein, dass sich da irgendwann der Knochen dann vielleicht ein bisschen anders da verformt. Ich weiß es nicht. Sah aber in den Videos so aus. Naja, ich trage kein Headset. Ich habe immer nur, oh, Flugzeug landet da vorne. Dann sind wir bestimmt gleich in Warschau. Aber das Flugzeug landet falsch. Flugzeug landet nicht mit Nase nach unten. Flugzeug landet mit Nase nach oben. Klappen ausgefahren, Strömung bzw. den Auftrieb dadurch verringert, dann kannst du die Nase nach oben tun, Geschwindigkeit ein bisschen rausgenommen und dann tust du mit deinem Popo langsam weiter nach unten sinken und landest dann auf den Hinterrädern und nicht vorne auf dem Kleinrad. So, haben wir das auch mal besprochen? Somit können wir hier weitermachen. Ja, nee, das fand ich auf jeden Fall krass. Ich trage immer nur so iPhone-Headsets, Headset-Dinger bzw. Kopfhörer. Die sind in Ordnung. Das sind jetzt auch keine In-Ears, gibt's ja auch. Aber ich weiß nicht, gibt's die In-Ears mit Kabel von Apple? Ich glaube nicht. Aber da tun's auch alle anderen. Ja, ich mag ja eigentlich diese normalen Kopfhörer nicht so doll, muss ich sagen. Deswegen hatte ich mir mal In-Ears geholt, beziehungsweise mal schenken lassen vor langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube zum Geburtstag oder so. Als ich gefragt wurde, was wünschst du dir zum Geburtstag? Kannst du mir so In-Ear-Dinger kaufen? Ja, habe ich bekommen. Klangqualität super. Aber du bist so dermaßen von dem Schall außenrum abgeriegelt mit den Dingern. Ich höre mich selber nicht mehr reden.
Und wenn ich das einstelle, dass ich mich selber über die Kopfhörer reden höre, habe ich einen ganz kleinen Zeitdelay drin, eine ganz kleine Verzögerung. Und dann werde ich durcheinander. Ich habe die Wörter schon gesagt und die kommen halt so, weiß ich, ein paar Millisekunden verspätet dann erst über die Kopfhörer. Und dann rede ich plötzlich wahrlich. Wie Dory in Findet Nemo rede ich dann wahrlich, weil ich jedes Wort so lange ziehe, weil es sich dann, keine Ahnung, ich kriege da komplett einen Kurzschluss im Kopf. Wird nicht mehr viel, sitze ich einfach nur mit offenem Mund sabbern da. Also, keine Ahnung, das macht mich komplett wahnsinnig. Deswegen benutze ich immer noch diese ganz normalen Kopfhörer, nicht die In-Ears. Die sind von der Klangqualität von JBL wirklich super, richtig geil. Aber ich höre nichts mehr außenrum. Ja, und wenn ich mich reden höre über die Dinger, dann nur total dumpf. Und wenn ich es halt, wie gesagt, über die Kopfhörer auch abspielen lasse, ein paar Millisekunden Zeitverzögerung, du redest dann wahrlich. Es ist schade. Eigentlich würde ich die gerne benutzen. Ich mag In-Ears eigentlich mehr. Ja, das war so klar, dass du auf alle anderen achtest, nur auf mich nicht. Naja. Vorausschauendes Fahren. Ich hab's geahnt. Mein Fuß war schon auf der Bremse. Ja, in Warschau sind wir jetzt hier in 5 Minuten angekommen. Aber bis wir aus Lodz draußen waren, hat es ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe jetzt mal, dass der Verkehr hier in der Stadt auch einigermaßen funktioniert. In Lodz war es ja soweit super. Mal schauen, wie es jetzt hier ist. Wird spannend. Früher hatte ich auch mein Headset getragen. Ich hatte das Logitech, oh Gott, wie hieß das? G35, glaube ich, war das. Ich hatte früher viel von Logitech. Ich glaube, es war G35. Lenkrad war G25 und G27 damals zu der Zeit und Headset war G35, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Wir haben grün. Ich muss links rüber. So ein 7.1 Round Headset. Ultra geiler Klang. Ultra geiler Klang. Aber leider hat das Leder von dem Headset nicht so lange überlebt. Ich finde den Klang von dem Headset immer noch total begeisternd, aber an den Ohren rum, diese Schalen, die waren ja mit Leder. Und das Leder hat sich einfach nach ein paar Jahren komplett aufgelöst. Es hat nur noch abgeflattert, abgebröselt. Richtig kacke. Ich habe das immer noch. Und ich bin immer noch begeistert, wenn ich es aufziehe vom Ton her. Ich meine, du hörst außenrum halt auch nichts. Ja, deswegen finde ich es für so Let's Play aufnehmen auch nicht so toll. Aber wenn du einfach irgendeinen Film guckst damit oder keine Ahnung, irgendein Horrorspiel spielst, dann hast du dieses Headset auf. Da geht dir der Arsch wirklich auf Grundeis. Es ist wirklich ultra krasser Sound. Ich habe damals auch ein Horrorspiel mit diesem Headset gespielt. Ich habe mir dermaßen in die Hose geschissen. Es war so geil. Ja, das war schon wirklich beeindruckend. Auch wenn du diesen 7.1 Soundtest machst und du hörst wirklich aus jeder Ecke, wo genau der Ton herkommt, in einer ultra guten Qualität. Aber ja, Headsets. Ultra scheiß Mikrofonqualität. Die ersten Let's Plays hier auf dem Kanal, die habe ich auch noch mit dem Headset aufgenommen. Und ultra schlechte Tonqualität halt. Das hast du auch heutzutage noch, dass Headsets oft eine extrem schlechte Mikroqualität haben. Aber vom Sound her so, nur zum Hören war das echt super geil, dieses Headset. Ich habe es immer noch, ich habe das komplette Leder abgeschrubbelt, ja, damit da nichts mehr runterbröseln kann und so weiter. Ich nicht immer alles einsau damit. Weil jetzt diese Schaumstoff-Dinger dann am Kopf hängen, aber was soll's, ist auch nicht so schlimm. Aber das fand ich damals sehr ärgerlich und sehr schade, dass sich das so aufgelöst hat. Wenn ich bedenke, das Leder hier von dem Lenkrad, von dem G25, das Lenkrad ist schon älter als das Headset und das Leder ist noch top im Schuss. Ja, das ist oben ein bisschen abgekrabbelt, aber einfach nur ein bisschen glatt geschliffen. Das restliche Leder an dem Lenkrad wirklich 1A noch. Siehst du nicht, dass es schon 15, 20 Jahre auf dem Buckel hat, so ungefähr. So, sollte vielleicht auch mal die Türen aufmachen. Und dann checken wir die neuen Fahrgäste ein. Hallo. 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 Grüezi. Von Warschau nach Warschau kriegen wir hin. Würde man jetzt hier in der Stadt, wo ich wohne, ein Ticket ziehen von Gelnhausen quasi nach Gelnhausen, würde man hier wieder 10 Euro quasi lassen. Ich hoffe, es ist für ihn nicht so teuer, wenn es von Warschau nach Warschau geht. So. Auch Warschau. Was anderes würde ich ihn auch nicht verkaufen, weil wir fahren nur noch nach Warschau. So, wer fehlt noch? Hier hinten.
So, passt alles. Okay. Dann machen wir hier mal zu. Steigen wir mal ein. Das ist ein Wunder, dass der Bus mal so voll ist. Krass. Das Gepäckfach habe ich hoffentlich zugemacht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir gehen nochmal kurz raus. Genau, ist zu. Perfekt. Ich brauche noch ein Foto, fällt mir gerade ein. Müssen wir gleich mal machen. Na gut, wir schauen erstmal aufs Handy. 16.45 Uhr sollten wir da sein. 16.19 Uhr haben wir jetzt. Gut. Überspringen wir mal die Zeit bis dahin. Dann klicken wir hier auf Fahrt starten. Muss man nicht unbedingt machen. Das Handy erkennt das auch quasi von selber. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Dann fahren wir auch schon weiter. Eine Minute vor Abfahrt. Wie kann ich nur? Gucken wir mal. Dass wir hier irgendwo ein Foto machen. Wenn der Bus von vorne schön angeleuchtet wird, wäre super. Dann müssen wir aber noch einmal nach links fahren. Dann haben wir die Sonne vorne dran. So zum Beispiel, in der Kurve. Jawohl, da ist der Bus so ein bisschen geneigt. Krasses Gebäude hinter uns. Weil ich dann, glaube ich, hier dann auch mal mit der Tiefenunschärfe arbeiten würde. Damit wir das Gebäude im Hintergrund ein bisschen unauffälliger machen. So, was ich gerade nochmal machen möchte, ist das Sichtfeld verändern. Genau, so ein bisschen so. Dann sieht es wieder ein bisschen mehr so aus, als würde der Bus aus dem Thumbnail rausfahren. Und deswegen finde ich den Effekt eigentlich immer ganz cool. So, nochmal so ein Foto. Ein paar verschiedene Winkel wieder, wie immer. Genau, machen wir auch von hier nochmal ein Foto. Gehen auch gleich nochmal einen Schritt zurück, machen da nochmal ein Foto, dann machen wir den Hintergrund nochmal unscharf und dann fahren wir auch schon weiter. Tiefenschärfe, ups, das war jetzt nicht der Regler, den ich hier eigentlich bedienen wollte. So, Tiefenschärfe, Radius, mal gerade nochmal. Ja. Blendenöffnung, so. Genau, da wird das Gebäude im Hintergrund ein bisschen verschwommen, ne? Fokusdistanz wollte ich eigentlich mehr auf den Bus legen, aber gut, so ist auch okay. Passt schon von der Schärfe. Das macht eigentlich irgendwie nie einen Unterschied hier. Normalerweise müsste das aber einen Unterschied machen, aber gut. Egal. So, machen wir auch hier nochmal ein Foto. Und dann würde ich sagen, haben wir genug Bilder gemacht, dann können wir unsere Fahrt fortsetzen. Aber lieber einmal ein Bild zu viel gemacht, als eins zu wenig. Genau, so, schnell wieder hinter Steuer springen. Einfach bessere Kontrolle hier. Fahren wir weiter zum Flughafen. Unsere letzte Haltestelle. Von unserer Polenreise und allgemein auch erstmal vom Fernbus-Simulator. Diese Folge hier ist auch erstmal die vorerst letzte Folge Fernbus-Simulator. Sollte es nochmal ein Map-DLC geben, werden wir da natürlich wieder reinschauen und werden dann auch hier wieder durch die Gegend fahren. Sollte nichts mehr nachkommen, war es das wahrscheinlich dann mit dem Projekt. Genau. Jetzt auf jeden Fall, da ja momentan kein weiteres DLC ansteht hier für den Fernbus-Simulator, pausieren wir erstmal dann dieses Projekt wieder. Dann haben wir wieder mehr Zeit am Wochenende für andere Projekte. Vielleicht wöchentlich mal ein LKW-Video oder keine Ahnung. Oder halt zwei Folgen The Bus pro Wochenende. Ist ja immer noch eins meiner Lieblingsspiele aktuell. Oder vorne fliegen LKWs durch die Gegend. Besser als mit Bäumen beschmissen zu werden, muss man sagen. Das hat mich wohl ein bisschen überrascht. Naja. Wir werden auf jeden Fall ein Spiel fürs Wochenende finden. Könnt ihr auch gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben oder was ihr euch wünschen würdet. Zwei Folgen The Bus zum Beispiel oder am Wochenende wieder eine Folge Alaskan Road Truckers oder eine Folge ETS am Wochenende oder eine Folge ATS am Wochenende, also Euro Truck Simulator und American Truck Simulator oder keine Ahnung. Gerne eure Vorschläge in die Kommentare oder allgemein nur reinschreiben. Ja, LKW-Simulator, Bus-Simulator oder keine Ahnung.
Flugsimulator von mir aus auch. Schon voll lange nicht mehr gespielt. Weiß auch gar nicht mehr, ob ich den noch installiert habe, aber wahrscheinlich schon. Weil mich hat ja damals diese Premium Deluxe Edition dermaßen fertig gemacht mit den 10 DVDs, die man installieren muss, weil man nicht einfach das Spiel runterladen kann in dieser Edition. Beziehungsweise, ich hab den Sinn bis heute immer noch nicht verstanden. Da gibt es eine Premium Deluxe Edition vom Flugsimulator mit Sammlerbuch dabei, wo Infos drin stehen über die ganzen Flugzeuge, die da drin sind, extra Flugzeuge mit dabei und. 10 DVDs, um das Spiel zu installieren. Und um das Spiel zu spielen, musst du das natürlich dann über Microsoft quasi aktivieren, den Code. Aber du darfst das Spiel dann nicht runterladen. Du musst es dann über die DVDs installieren. Obwohl du das auch ganz normal wie bei Steam machen könntest, dass wenn du dir einen Key kaufst in einem Laden, Sammleredition, gehst du auf Steam, gibst ihn ein, kannst dann das Spiel runterladen, musst da keine DVDs für installieren oder brauchst kein CD-Laufwerk oder was weiß ich, oder DVD-Laufwerk. Und einfach mal beim Flugsimulator, ich glaube, die Version hat damals 120 Euro gekostet oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Ich wollte die aber unbedingt haben, weil ich gerne so Sachen sammle. Und dann kriegst du von denen einfach bei der Installation den Stinkefinger gezeigt, sodass ich dann nochmal losziehen musste und musste mir ein extra DVD-Laufwerk kaufen, weil wer hat denn heutzutage noch ein DVD-Laufwerk? Ich nicht. Jetzt schon ein externes. Das fand ich damals die Härte. Haben sich auch viele im Internet drüber aufgeregt. Die haben nämlich den gleichen Fehler wie ich gemacht. Die wollten auch diese Sammleredition in der Hand haben. Ja, wollten zu Hause auch ausstellen dann quasi oder hinstellen, was angucken kann, mal durchblättern kann und so weiter und so fort. Ich bin auf der falschen Spur. Und dann kaufst du das und dann hast du 10 DVDs und musst alle installieren. Ich glaube, es hat 4 oder 5 Stunden gedauert, bis alle Dateien von den DVDs installiert waren am Ende. Und dann, nach der Installation von den DVDs, wurde das komplette Spiel nochmal neu runtergeladen, weil die Version auf den DVDs veraltet war und das Spiel dann automatisch Updates gemacht hat. Das Spiel ist ja auch mit deinem Konto verknüpft. Aber es erlaubt es dir nicht, über dein Konto runterzuladen. Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe das Spiel dann zweimal quasi installiert. Einmal 5-6 Stunden über die DVDs und dann nochmal runtergeladen. Und da die Server da auch nicht ganz so schnell sind, hat es auch nochmal ein paar Stunden gedauert. Ich glaube, ich habe einen halben Tag gebraucht, bis ich das Spiel installiert hatte. Plus nochmal Zusatzkosten für DVD-Laufwerk und so weiter. Also das war schon echt peinlich. Und das von so einem großen Spiel quasi. Es ist bekloppt. Hätte ich einfach die Deluxe-Version mir im Shop bei denen gekauft oder keine Ahnung wo, also im Online-Shop, dann hätte ich auch die DVDs nicht gebraucht. Dann hätte ich es auch einfach runterladen können. Und dann wäre das auch mal schneller deinstalliert, mal schneller installiert. Aber so ist es halt eine reine Katastrophe. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch nicht deinstalliert, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht schon wieder 8-9 Stunden brauchen, um ein Spiel zu installieren. Oh, ich muss hier auch links lang. Okay. Ich würde fast sagen, wir müssen hier entlang. Jetzt so grob gedeutet. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt die Ansage nicht mehr laufen lassen, habe ich jetzt auch irgendwie verpeilt, aber ist auch nicht so schlimm. Die paar Meter. Kann zwar auch immer was passieren, aber Verkehrskontrollen hier gibt es nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier entlang, oder bin ich jetzt komplett falsch? Hilfe! Das sieht für mich nicht aus wie eine Bushaltestelle. Uns bestimmt ultra verfahren. So Flughäfen sind schon immer so eine kleine Extra-Welt für sich. Ah ne, wir scheinen aber doch korrekt zu sein. Ja, hier, wir sind richtig. Ja, geil. Das Schöne ist halt auch immer, dass an so Flughäfen deine Navis komplett versagen, weil du dann eine Straße über dir hast, unter dir hast, keine Ahnung. Und dann steigen die meisten Navis auch aus. Ah, wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Ja, wir sind zu früh. Ich habe ja kein DB-Logo auf dem Bus. Natürlich sind wir zu früh. Ich habe TH auf dem Nummernschild stehen für Tommy. Tommy fährt immer mit dem Bleifuß hier durch die Gegend. So. Machen wir die Kiste gerade mal aus, würde ich sagen. Und dann alle raus aus dem Bus. Ja.
Habe ich den Blinker vielleicht angelassen, wenn er noch so leuchtet? Upsi. Jo, jetzt passt. Sehr schön. Na gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende dieser Folge. Vielleicht noch ein kleines Schlusswort zum Polen-DLC würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. An sich, ich fand das Polen-DLC wirklich sehr schön. Es sind ein paar kleine Fehlerchen in dem DLC noch drin. Ein paar Fehler wurden schon behoben. Ja, wir hatten an dem einen Kreisel ein Problemchen. Da sind Fahrzeuge gegen eine unsichtbare Wand gefahren und so weiter. Hier haben wir heute in der Folge gesehen, es sind Bäume uns entgegengeflogen gekommen, haben uns auch hart erwischt. Ja, auch wieder ein kleines Fehlerchen. In der ein oder anderen Stadt, ich glaube, wir hatten in 2, 3 Städten hier nur in dem DLC das Problem, dass der Verkehr auf 100% zum Erliegen kommt, weil einfach die Kreuzungen zu nah beisammen gebaut wurden. Ansonsten in den anderen Städten, gerade jetzt die Städte, die wir zuletzt angefahren haben, war es mit 100% KI-Verkehr kein Problem durchzufahren. Ja, muss man einfach mal sagen. Somit kriegt das DLC von mir schon mal einen Pluspunkt. Wie gesagt, in 2, 3 Städten hat man den Fehler wieder gemacht. Man hat Kreuzungen an Kreuzungen gebaut und dadurch kommt der Verkehr halt irgendwann zum Erliegen. Aber ansonsten fand ich das DLC sehr schön. Ich finde auch, man hat hier schön Abwechslung bei den ganzen Haltestellen. Ja, wir haben hier auch Haltestellen 2, 3 dabei gehabt, wo wir auch unter die Erde fahren mussten. Ja, also nicht ebenerdig waren, sondern wir mussten runterfahren, hatten da spezielle Haltestellen, was auch mal ein bisschen schön eng und knifflig wurde. Wir haben eine Haltestelle dabei gehabt, da musste man ganz schön rumrangieren, dass man da überhaupt reingekommen ist. Ja, auch eine schöne Herausforderung, fand ich auch ganz cool. Und ja, ansonsten so von der Bebauung rechts und links von der Strecke braucht man, glaube ich, auch nicht meckern. Ja, man hat vielleicht mal die ein oder andere Stelle, wo man in der Ferne zu wenig vielleicht gestaltet hat, aber so an der Strecke an sich und von den meisten Punkten aus hat man eine schöne Aussicht, sieht auch schön gestaltet aus. Also ich würde dieses DLC, glaube ich, schon empfehlen. Ich fand es sehr schön. Und wie gesagt, ich finde es auch schön, dass man hier bei den meisten Städten auf 100% KI-Verkehr durchfahren konnte. Man hatte hier nur so 2, 3 Problemchen. Vielleicht wird es auch noch behoben, weiß ich nicht. Aber ja, mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, hier durch Polen zu fahren. Ich hoffe euch, wie gesagt, auch. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen. Gerne natürlich auch den Discord-Server beitreten. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es den Bereich Social Media. Da findet man dann einen Linktree, der einen auch, dann, wenn man da draufklickt, sieht man den Link zum Discord-Server. Und falls man möchte, kann man auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Wie wir hier schon die ganze Zeit auf der linken Seite sehen, gibt es schon ganz viele nette Menschen, die den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Und das hilft den Kanal halt wirklich sehr weiter, weil es mir halt so ein bisschen mehr Freiheit gibt. Ich muss nicht immer so auf die Views achten, sondern kann auch mal Spiele spielen, die extrem gut auf dem Kanal ankommen, aber halt wenig neue Leute dazukommen. Ja, da hilft zum Beispiel die Mitgliedschaft. Oder Spiele kaufen. Ja, ich muss auch einen Großteil von den Spielen selber kaufen, und damit ich die hier zeigen kann. Und es ist einfach dann super, wenn man den Kanal auf diese Art und Weise unterstützt. Natürlich gibt es dann aber auch Vorteile für euch, ja, wie zum Beispiel ein wöchentlicher Uploadplan. Ich plane schon immer im Voraus, wann welches Spiel rauskommt, um wie viel Uhr, dann kann man alles in diesem Uploadplan dann sehen. Ja, und dann sieht man auch immer, welche Spiele neu sind, wo es Premieren gibt und so weiter und so fort. Und genau, falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel hier oder auch nach anderen Spielen, könnt ihr auch gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming oder auch zu Amazon, habe ich auch einen Link in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr euch auf jeden Fall dort dann günstig und legal dieses Spiel hier kaufen und könnt selber auch ein bisschen durch die Welt fahren, genau. Ja, und wenn ihr das halt über diesen Link macht, unterstützt ihr auch den Kanal. Und wie gesagt, das hilft den Kanal wirklich sehr weiter. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis vielleicht zu einer nächsten Folge oder zu einem anderen Let's Play. Bis dahin, euer Tommy. Tschüss.